Ja, kommen wir heute zu etwas völlig anderem, nämlich eine ungewöhnliche Mission hier im Train Simulator. Nämlich geht es hier um die Regionalbahn, was weiß ich, von Aumühle, das ist vor Hamburg, bis nach Büchen, glaube ich. Ja. Kein gutes Wetter. Und was eben hier auffällig ist, wir haben nicht das Material, was sonst verwendet wird, sondern eine andere Lok und zum Teil andere Wagen, aber trotzdem noch 120 km/h Geschwindigkeitsbegrenzung, warum auch immer. Ja, wann soll es denn losgehen? Ich gucke noch mal kurz nach. Fahrplan. Um 7:30 Uhr geht es los. Aber das ist ja schon die Zeit, die hier ist. Sass, wie man so schön sagt. Mal sehen. Muss ich jetzt direkt losfahren oder was? Ja, ich muss direkt losfahren. So war es aber auch. Falsche Richtung. So. Ah ja, da haben wir das mit dem anderen Material. 143er. Ein N-Wagen und dann haben wir noch vorne einen alten Doppelstockwagen aus Reichsbahnzeiten mit erster Klasse. Das ist gut, erste Klasse ist wichtig. Naja. Ja, die Höchstgeschwindigkeit hier am Anfang ist wahrscheinlich 40 oder so, aber naja, mal gucken. Ich bin gespannt, ob ich den Fahrplan einhalten kann, weil ja eigentlich normalerweise die Baureihe 100. Ja, hier werde ich nochmal dran erinnert, dass ich hier nur 120 fahren darf insgesamt. Vom Fahrplan her vermutlich. Also die Baureihe 122 ist ja normalerweise hier in Einsatz. Im Einsatz und das ist jetzt hier die 143er, die kann nicht so schnell fahren. Also die 112er, die kann bis 160 fahren. Oder ist zugelassen bis 160 und die 143er sind, glaube ich, nur bis 140 zugelassen. Meine ich. Naja, mal sehen. Also der nächste Bahnhof hier, Friedrichsruh, der ist schon gleich. Ich muss hier diesen Hebel, den Bremshebel irgendwie mit der Maus bedienen, weil nämlich Ö und Ä leider auf dem Wine hier nicht funktioniert, wo ich das hier betreibe. Könnte wahrscheinlich sogar noch schneller fahren, aber. Ah, ich weiß nicht. Also, so weit fährt sich das gut. Ach nee. Hahaha. Ich fahre schon zu schnell. Schon zu schnell gefahren. So. Vorteil ist, dass wir jetzt einen kürzeren Zug haben, also lässt sich ein bisschen leichter in der Mitte stehen bleiben. Ah, gerade noch drin. So, das geht noch. Ist jetzt doof für die Autofahrer, aber wie ich jetzt gerade sehe, die Autofahrer, die können ja sowieso nicht hier lang fahren. Also. Naja, nicht so schlimm. Also die Autofahrer, die müssen sowieso irgendwo anders lang fahren, wie man ja hier sehen kann. Kurios. Wir sind wahrscheinlich zu spät hier, oder? Naja, doch. Ach nee. Über 2 Minuten zu spät. So ein Mist. Schon gleich am Anfang verkackt. Ja, weil das hier ein Ersatzwagen ist, deswegen haben wir das Fahrziel hier oben nicht drin. Das sind ja noch Karten oder. Ja, ich weiß es nicht. Das ist hier ein Wagen mit einer ersten Klasse oben. Mal sehen, wie sieht das denn aus? Aha. Naja, auch nicht großartig anders. Große Toilette und so. So sieht es innen aus. Das Wetter draußen ist nicht schön, aber ist ja egal. Das ist ja Norddeutschland.
Und würde ich da mitfahren? Ich wüsste gar nicht, ob ich jetzt sitzen wollte in dem Doppelstockwagen, diesen alten Doppelstockwagen, oder in dem N-Wagen. Das ist gar nicht so einfach. So, jetzt geht's gleich wahrscheinlich weiter. Mal gucken hier, dass da auch keiner irgendwie noch in der Tür drin hängt. Also es ist ja eh keiner da, aber ja, just because, wie man so schön neudeutsch sagt. Falls man sich fragt, wie ich hier aus dem Fenster gucken und gleichzeitig das steuern kann, ich kann es halt. So. Bei der Baureihe 143, also bei der Lok hinten, da gibt es sogar extra einen Regler, also der Kram hier links, neben dem Fenster, dass man wirklich aus dem Fenster gucken kann und gleichzeitig schon mal Gas geben kann. Aber bei den Steuerwagen hier geht das nicht. Also man sieht hier auch, da ist sowas nicht. Egal. Hier kann ich jetzt auch etwas schneller fahren. Hier haben wir nämlich etwas Zeit noch. Kann ich auch mal Vollgas geben. Mal gucken hier, was die 143er hier so kann, ne? Hehehe. Hahaha. Muss nur aufpassen, dass ich die Höchstgeschwindigkeit von der Strecke hier nicht überschreite. Habe ich natürlich auch wieder vergessen, welche das war. Also ja, 120 ist natürlich vom Zug, vom Fahrplan her. Achso, 200. Gut, wir dürfen hier 200 fahren. Theoretisch. Ich kann ja mal gucken, ob ich diese Regelung, also am Anfang stand da 120, soll ich nur maximal fahren. Aber wer hält sich dran, ne? Also ist ja nur für den Fahrplan. Wir halten uns ja jetzt eh nicht an den Fahrplan. Das ist ja so ein Ersatzwagenmaterial hier. Da können wir mal einfach gucken, wie schnell wir stattdessen fahren können. Also scheiß auf 120. Ich fahre so schnell ich kann. So. YOLO. YOLO sagt man dazu, genau. Wobei das schon, wie man sieht, gerade schwer ist, über die 120 deutlich rüberzukommen. Ja. Aber ja, wir haben die 120 überschritten. Punk und so. Also rebellisch gegen die Regeln. Das Geklacker, was wir da hören, das ist übrigens keine Dampflok, die uns irgendwie schiebt oder vorausfährt, sondern das ist eine Flachstelle. Also unser Doppelstockwagen hier hat offensichtlich eine Flachstelle irgendwo. Eine Flachstelle entsteht, wenn irgendwie zu stark gebremst wird und die Räder etwas blockiert schleifen, dann wird von der Schiene vom Rad was abgeschliffen. Und ja, Flachstelle deswegen, weil es an der Stelle etwas abgeflacht ist. Der Reifen. Das hier übrigens ist Zurücksetzen, das dient hier so dem Totmannschalter, also das muss ich ab und zu drücken, sonst wird man hier die SIFA hören, also die SIFA-Warnung, die warnt, dass man irgendwie vielleicht nicht mehr bei Bewusstsein ist und der Zug lustig weiter beschleunigt oder so. Ja. Jetzt kann ich ja aus Jux, das geht in echt natürlich auch, mal gucken, wie das von außen aussieht. So sieht der Wahnsinnszug aus. Da fällt mir gerade ein, ich könnte eigentlich mal sogar das Licht anmachen. So. Damit man auch bei diesem Gewitterwetter hier das sieht. Oh nein, 60, 60, ich muss abbremsen. Also man sieht hier links, 60 ist das nächste Tempo. Ich löse die Bremse jetzt mal wieder. Ich kann ja sonst gleich, wenn es akut wird, also wenn ich gleich das Schild sehe, nochmal danach bremsen. Also das wird elektronisch schon weit angezeigt, bevor das eigentliche Schild kommt. Also es wird nochmal ein gelbes Schild kommen. Das war hier die SIFA übrigens. Musste hier kurz was drücken, warum auch immer. Haha. Nee, weil ich diesen Zurücksetzen-Knopf nicht gedrückt habe. Ich habe auf den falschen Knopf gedrückt.
Ja, jetzt warte ich auf ein kleines gelbes Schild, das mir sagt, dass ich langsamer fahren soll, nämlich 60. Beziehungsweise gehe ich auch davon aus, dass es kein Schild ist, sondern dass es ein Vorsignal sein wird. Also hier sehen wir nämlich schon diese Baken da. Die weisen uns darauf hin, dass gleich ein Vorsignal kommt. Also ein Vorsignal, das so circa 1, 2 Kilometer oder 1 Kilometer vor dem eigentlichen Hauptsignal kommt. Und das ist vermutlich gelb, weil vermutlich eine Weiche gestellt ist oder so. Ja, mit etwas Streckenkunde hätte ich etwas später bremsen können. Da haben wir eben die 6 gesehen, die steht für 60 km/h. Also wissen wir jetzt, wir müssen so langsam auf 60 kommen. Aber das sind wir auch fast schon, also eigentlich müsste ich gar nicht mehr bremsen, aber ja, um ganz genau zu sein, sollte man jetzt vor dem eigentlichen Hauptsignal nochmal bremsen. Aber das ist ja noch etwas hin. Noch ist das Hauptsignal nicht in Sicht. Auf diese, ja, 5, 4, 3 km/h kommt das jetzt wirklich nicht an. Ich bin ja eben auch schon über 120 gefahren. Also einmal illegal, immer illegal. So ist hier mein Motto. Doof, dass ich so früh schon runtergegangen bin mit dem Tempo. So macht das den ganzen Fahrplan jetzt wieder kaputt. Also wir sollten ja 11:37 Uhr schon da sein. Jetzt haben wir 11:47 Uhr schon. Ja. Hier ist ein Kollege mit einem anderen Zug gerade entgegengekommen. Ja, bremse ich mal kurz ein bisschen mehr. Dass wir auch unter die 60 sicher runterkommen. Nur um ganz genau zu sein. Diese Warnung hier, die passiert, wenn man durch ein gelbes Signal durchgefahren ist, dann muss man das bestätigen. Das ist dann in echt die, welche Taste? Die Kenntnisnahmetaste oder so? Die Wachsamkeitstaste, genau. Da hat man dann auch so ein Gepiepe, so ein Beep, wenn man das drückt. Und das zeigt dann an, dass man den Schuss gehört hat. So, dass man das auch gesehen hat, dass man jetzt langsamer fahren muss. Mache ich hier jetzt auch nochmal der Vollständigkeit halber. Jetzt müsste gleich schon der Bahnsteig kommen. Der Fahrplan ist komplett im Arsch. Also, das ist natürlich klar, dass ich das nicht mehr aufholen kann. Aber naja, ich muss ja auch hier langsam fahren. Das ist ja nicht meine Schuld. Und jetzt sehen wir übrigens auch schon, warum die 60 da, die 60 km/h Vmax uns vorgegeben wurde, das ist nämlich diese Weiche gewesen. Da will man wohl nicht, dass man damit 120 hier durchfährt. So, jetzt kann ich aber auch mal schön hart abbremsen. Ich habe vermutlich ein bisschen zu hart abgebremst, oder? Ah, nö, doch, geht. Ich habe hart genug abgebremst. Jetzt aber. Na, muss ich noch mehr bremsen oder was? So. Ja, doof, dass ich jetzt so langsam gebremst habe. Das ist jetzt doof für die Dame, die da hinten stand. Ach nur, ach so, die will gar nicht rein. Weil die Leute, die hier stehen, dann nämlich etwas laufen müssen, erst recht im Regen hier. Das ist dann etwas unfreundlich, aber nicht so schlimm. Aber ja, man sieht, die wollen sowieso hier noch stehen bleiben. Ich habe die Eingabetaste gar nicht gedrückt. Ich habe die falsche Taste gedrückt. Upsala. Ja. Ja, bitte. Ich verstehe auch nicht, warum die keinen Schirm haben. Also bei dem Wetter hier würde ich jetzt nicht so darum stehen. Und mir fällt gerade noch was auf. Das ist eigentlich sicherheitskritisch. Das Schlusslicht funktioniert nicht. Also hier das Rücklicht sozusagen. Nee, geht nicht. Das ist nicht gut, denn wir haben auch keine Schlusstafeln dran. Ich sehe gerade, dass hier gar keine Halterungen für die Schlusstafeln dran sind, oder? Ja, könnte der Kram hier unten sein. Ich weiß nicht genau, wo die sind bei der BR 143. Also es müsste eigentlich ein rotes Licht oder diese kleinen weißen Tafeln hinten dran sein, einfach damit man sieht von Weitem, dass der Zug da wirklich zu Ende ist. Denn jetzt, wo wir kein Schlusslicht haben, könnte es ja theoretisch sein, dass wir noch einen Wagen hinten dran hatten und die Kupplung sich gelöst hat während der Fahrt. Wie auch immer das irgendwie funktionieren soll.
Und der Wagen, der steht jetzt vielleicht auf offener Strecke und der nächste Zug, der da kommt, rast da rein. Kann auch nicht passieren, weil wir ja an den Strecken so einen Stromkreis haben, der dem Fahrdienstleiter freigibt, ob das jetzt frei ist oder nicht, die Strecke. Aber egal. Also man merkt, bei der Bahn gibt es ganz viele redundante Regeln. So. Und keiner eingestiegen, keiner ausgestiegen. Naja, egal. Kann ich mal etwas Vollgas hier geben? Der Sound muss sich kurz angehört werden. Ah ja, ups, ups, ups. Nein, doch kein Vollgas, doch kein Vollgas. Was mache ich denn da? Ich habe nämlich ganz vergessen, dass wir ja hier noch 60 fahren dürfen maximal. Ich bin ja noch in diesem Ausweichgleis. Und in diesem Ausweichgleis darf ich ja nur 60 fahren. Das habe ich völlig vergessen. Wie gut, dass ich es noch gemerkt habe. Auch wichtig zu sehen natürlich, dass es noch gelb ist. Also wäre das jetzt rot, würde uns das ja anzeigen, dass wir ein Zug uns überholt. Da haben wir noch Glück gehabt. Es hätte ja sein können, dass wegen der starken Verspätung, die ich habe, der nächste Zug schon dran ist und dann der Fahrdienstleiter sagt, nö, jetzt lassen wir erstmal einen vor. Einen anderen. Zum Beispiel der ICE. Der ICE, der normalerweise hinter uns gefahren wäre, der kommt jetzt erstmal durch und dann müssen wir noch so 5 Minuten länger warten. Hätte ja auch sein können. Da haben wir Glück gehabt, ist jetzt nicht eingetreten und jetzt kann ich dann wieder Vollgas geben. Mit 100% Ökostrom natürlich. Da fällt mir gerade ein, dass ich hier den Scheibenwischer gar nicht anhabe. Wie ging der denn nochmal? G? Das fällt mir jetzt erst während der Fahrt ein, dass ich ja eigentlich einen Scheibenwischer mal anmachen sollte. Und ja, scheiß auf 120. Ich fahre einfach so schnell ich kann. Seht ihr? Scheibenwischer. Ah, hier ist der Wischer. Geht aber nicht. Der Knopf geht nicht. Auch das noch. Also geht hier überhaupt noch irgendwas bei der Bahn? Irgendwie. Ich weiß, das ist ein Ersatzwagen und so weiter. So, mal kurz da eine Lichthupe gemacht, einfach so. Ja, das ist jetzt doof. Wie macht man bei MSTS den Scheibenwischer per Taste an? Das habe ich jetzt vergessen. G. J. K. U. F. Nö. C vielleicht? X vielleicht? Nee. Das war der Sandstreuer. V vielleicht? B vielleicht? Nee. B war auch was anderes. Nö. Also gut, der Scheibenwischer hier scheint einfach gar nicht zu gehen. Naja. Egal. Scheibenwischer sind auch überbewertet. Wir können ja sowieso alles sehen. Bei diesem wunderschönen Wetter hier. Und ich realisiere gerade, dass das langsam mal wieder Zeit zum Bremsen ist. Upsala. Hashtag unprofessionell. Und durchgerauscht. Egal, setzen wir gleich mal kurz zurück. Und ich weiß, das soll man eigentlich nicht machen. Also wäre das jetzt echt, würden wir erstmal hier den Fahrdienstleiter anrufen und sagen, ich bin durchgerauscht, ich muss mal leider kurz zurückfahren. Und dann würde der Fahrdienstleiter wahrscheinlich sagen, ups, passiert, nicht so schlimm. Wir haben jetzt hier ein rotes Signal, aber ich vermute mal, dass das erst hinter dem Bahnhof ist. Ja, da ist es.
Also ja, wir können zurückfahren. Der Fahrdienstleiter hat es erlaubt. Aber ja, was soll man sagen? Ist ja auch Regen. Es hat geregnet. So. So, jetzt aber. Die Fahrgäste natürlich schon längst völlig angenervt und über die Deutsche Bahn schimpfend. Also, ich kann mir den Ärger, der da im Zug hier herrscht, jetzt schon vorstellen. Was da für unprofessionelle Leute arbeiten bei der Bahn. Dann auch noch so altes Wagenmaterial hier. So alte Züge. Da, ja. Das ist natürlich Wasser auf den Mühlen der Bahnhasser. Aber naja. Damit müssen sie halt leben. Hahaha. Sollen sie doch Auto fahren. Also andererseits, ja. Die ganzen Leute, die sich über die Bahn beklagen. Wer hindert sie eigentlich daran, in ihren Verbrenner zu steigen und einfach mit dem Auto zu fahren? Also völlig beknackt. Es hat doch jeder ein Auto. Wir sind Autoland. Jeder hat ein Auto. Das ist übrigens hier ein Einholm-Stromabnehmer. Ursprünglich hat die Baureihe 143 Scheren-Stromabnehmer gehabt. Also, ja. Die in beide Richtungen so einen Bügel. Ne, nicht Bügel, so Gestänge hatten. Und. Ja, das sind neuere Einholm-Stromabnehmer hier. Die hatten erst die späteren Serien und im Westen sowieso natürlich. Haha. So, Türen zu und ab die Post. Haha. Nein, 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 nicht ab die Post. Ja, fahre ich lustig in die falsche Richtung. So. So, auch etwas leicht unprofessionell. Man fährt rückwärts los und wechselt dann während man rollt noch den Richtungswender. Das sind alles Dinge, die jetzt der Bahnausbilder lieber nicht sehen sollte. Hoffentlich in einer Kaffeepause ist, während man sowas hier macht. Wobei andererseits im Interesse der Fahrgäste ja eigentlich das doch besser wäre, wenn der Ausbilder das mitbekommt. Oder der Prüfer oder wer auch immer. Was für eine Verspätung haben wir denn jetzt? Also 37. Aber ich sehe gerade, dass die Fahrplanzeiten sowieso völliger Quatsch sind. Also. Ich vermute mal, dass der Fahrplan einfach kaputt ist. Denn 11:37 Uhr steht er überall. 11:37 Uhr, 11:37 Uhr, 11:37 Uhr. Das kommt irgendwie nicht hin. Da stimmt was nicht. An dieser Stelle eine kleine Werbung übrigens an meinen kleinen Partnerkanal. Little Clone. Dort werden Spiele gespielt, die auch mit Eisenbahn zu tun haben, aber das Schienenfahrzeug da ist etwas aufregender als das hier. Und es werden Waffen benutzt. Also, wer interessiert ist an Eisenbahnfahren, aber das hier etwas zu langweilig findet, sollte sich diesen anderen tollen Kanal auch ansehen. Außerdem kann er noch ein paar mehr Abos gut vertragen. Damit er irgendwann auch mal so groß und stark wird wie ich. Das Original. Oh, wir sollten jetzt mal langsam wieder langsamer werden. Haha. Wir haben das Vorsignal schon gehabt. Jetzt müssen wir mal zackig auf 60 runterkommen.
So, das war jetzt das Hauptsignal, bei dem wir 60 fahren sollen. Und da sind wir gleich schon in Büchen. Also wir sehen hier, die Prognose ist rot. Das heißt also, das nächste Hauptsignal ist rot. Das heißt, wir sind gleich am Zielbahnhof angekommen. Bremse ich schon mal auf 40 runter. Ach so, Büchen ist übrigens ein Kopfbahnhof. Hier rechts geht die Strecke nach Lüneburg, soweit ich weiß. Aber diese Strecke ist, glaube ich, unterbrochen. Meine ich. Also die Strecke war mal. Die hört irgendwo mittendrin auf. Früher ging die bis nach Büchen über, ich meine von Büchen nach Lüneburg und sogar bis nach Buchholz. Haha. So, hier können wir jetzt mal anhalten, ne? Ja, liebe Fahrgäste, hier sind wir. Jetzt lassen wir sie sogar noch raus. So nett sind wir. Viel Spaß in Büchen, am Arsch der Welt. Und empfehlen Sie uns nicht weiter. Fahren Sie das nächste Mal einfach mit dem Auto. Das ist deutlich unkomplizierter und dann müssen Sie nicht noch durch den Regen gehen. Hier ist auch wieder gar nichts los. Und jetzt können wir noch mal die verärgerten Fahrgäste noch mehr verärgern. Oh ja. Jetzt werden wir gleich nach nur einer Minute noch unnötig rumstehen, eine Meldung bekommen, dass wir die Aufgabe erfolgreich beendet haben, denke ich jetzt mal. Dafür werden wir aber gleich eine grottenschlechte Fahrplanauswertung bekommen und die ist eigentlich völlig irrelevant jetzt, weil der Fahrplan sowieso kaputt ist. Also kürzen wir das Ganze mal ab und beenden wir hier diese wunderschöne Mission. Ja, abonniert mich, abonniert Little Clone und was weiß ich.